Hallo und moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Destiny 2. Wenn euch der Part gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann lasst mir doch bitte ein Like da. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wann eine nächste Folge rauskommt, dann folgt mir bitte doch auf Twitter oder Facebook. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und nun viel Spaß bei dem Part. Endlich unser Clan hochgeht, leveltechnisch. Vor allem Gabor hier voll am Rumslown. Ja, hier scheint es aber gerade keine zu geben, ne? Bist du Level 10? Oh, wie süß! Ich weiß noch paar Mal, dass ich auch Level 10 war. Aber du bist, du hörst dich doppelt, ne? Man hört dich doppelt. Echo! Wuhu! Wow! Bist du hier, um Kate 6 zu retten? Wow! Mamma mia! Kate 6 steckt zurzeit in einer Teleportationswaffe fest. Er ist da drüben! Die Failsafe ist so geil. Ihr müsst die Dialoge euch anhören, die sind super. Klasse. Das macht es nicht einfacher. Ich kann dir helfen. Aber ich werde nur darüber motzen. Wie bitte? Was? Ich habe seine neuen Koordinaten für dich hochgeladen. Obwohl ich es besser wissen müsste. Okay. Failsafe ist so super. Aha. Meinst du schon mit Granaten hier irgendwie? Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Ja, alles okay? Du hörst dich komisch an. Ich bin Failsafe, das Sicherungssystem der Exodus Black. Nennt mich Failsafe. Ich habe das Signal von Kate 6 verstärkt in der Hoffnung, jemand würde ihn retten. Und oh, die Quest habe ich schon gemacht. Ah, ich verstehe, sie ist nur. Aber Mütze noch nicht. Eine fehlerhafte KI. Das habe ich gehört. Das war voll hart, der Kampf. Zentauren sollten sich nur riesige Eisbrocken sein. Ja. Wie ist das denn alles passiert? Er ist Level 10. Wir haben eine 92,014%ige Umwandlung des Centaur Nessus erreicht. Kate! Ist da jemand? Frag mich bloß nicht, wie das passiert ist. Ich habe keine Zeit zu erklären, was ich noch nicht mal selbst verstehe. Warnung! Die Vex werden dich eliminieren. Wo ist eigentlich die Verstärkung? Die wollte doch Lester holen. Die Verstärkung will Lester. Drin hängen. Ach, da oben. Ja, ist endstillig. Naja. Bis die Typen mit dem AOE Splash Damage kommen und mich niederbatschen. Sind alle unsichtbar. What? Was ist denn hier eigentlich passiert? Also ich kann euch sehen. Kann uns unsichtbar machen. Hä? Also ich kann euch sehen. Ja. Aber für die Gegner können uns nicht sehen. Aber er ist nicht der Hellste. Das läuft nicht gut. Ich bin zu für dich. Wie lange bist du denn schon hier? Lange genug, um zu sehen, wie die Vex diesen Planetoiden umgewandelt, alle lebenden Organismen vernichtet, Moleküle reformiert und Hirnwellen für Studienzwecke digitalisiert haben. Sehr faszinierend. Die hört sich viel zu begeistert an. Da
Habe ich jetzt so elendig viel Schaden von ein bisschen Absturz gefressen eigentlich? Weil du ziemlich tief gefallen bist. Ihr seid gut dahin, die Wächs zu zerstören. Viel besser, als es meine Crew war. Ich will gar nicht fragen, aber... Feldsafe, was ist mit der Crew der Exodus Black passiert? Nur mein Captain kann auf diese Erinnerungen zugreifen. Und der ist sowas von tot. And he's super. So, das wird jetzt cool. Nicht zu früh zünden, ne? Ja, da bin ich schon ein paar Mal gestorben. Und juhu! So, daran jetzt so schwer? Weil Nesto ein paar Mal dran gestorben ist. Einmal. Der Nesto hat grundsätzlich mit Jump-Passagen so ab und zu seine Probleme. Nee, ich bin auf diesen hellen Ball da gesprungen. Und wusste nicht, dass er mich zurückwirft. Und dann dachte ich, vor mir wäre wieder diese Plattform, wo ich schon runter bin. Und dann bin ich ins Nichts gefallen. Wir sind durch. Uns geht's gut. Natürlich. Kate 6 ist ganz in der Nähe. Hat sie auch so komische weiße Artefakte? Was meinst du? Ah, dann einen Sprung in der Luft machen, das ist ja cool. Juhu! Bitte ist hier nochmal ein Raid. Also es ist hier auf jeden Fall eine Raid-Passage. Hey, hier drüben! Hol mich hier raus! Was ist das? Eine Hydra? Okay, ja, ja. Kümmere dich erst darum, dann um mich. Mach das super, glaube ich. Bitte gefallen. Alter. Ja, ja, der prügelt. Das ist ein Prügelknabe. Und der macht Splash Damage. Nesto lebt. Nesto macht das gut. Ich kenne den schon. Gleich kommt Ed. Nein! Ich bin auch nicht mehr zum Loot gekommen. Vor meiner Fresse halt aus dem. Hey, ja, das hatte ich vor uns auch. Kate, was hast du? Stopp. Hör zu. Lange Story, aber ich weiß definitiv, was ich hier tue, auch wenn es nicht so aussieht. Vielleicht auch nicht. Egal. Wenn ihr die Stromquelle am Ursprung ausschaltet, komme ich raus aus dem Portalsystem. Verstanden? Hast du das verstanden? Sag doch was! Okay, beruhig dich. Hast du das verstanden? Hast du das verstanden? Oh, verdammte Axt, hast du mir nicht zugehört? Got it, face up! Ob sie ihn deshalb nie aus dem Turm lassen? Aber das ist eigentlich so geil. Ich fand ihn im Einser schon so cool immer. Mal den Wolli, den Idioten, was soll man ihm sagen? Hä? Dass er zum Clan kommen soll oder was?
Oh, da hinten 3 Minuten bis zum Raid, da können wir ganz entspannt hinlaufen und wieder. Achso, auf der Bungee-Seite. Oh ja, da können wir hin. Failsafe, wir sind bei deinen Koordinaten. Cage steckt in einem Wechselportal. Wir sind am Eimer der Welt. Quelle zu finden, damit wir ihn dort rausbekommen. Nein, ich mach auf Artifact Edge Teleport. Stimmt, einer hat das noch nicht. Kannst du den Kreislauf ausschalten und ihn befreien? Ich kann dich hinführen. Okay, wir finden also diesen Vex-Teleporter und schalten ihn aus. Simpel. Miau! Lässt du? Miau! Kann das Ding eigentlich auch feuern? Nee, das ist nur ein Spot. Oh, was ist das? Das ist ja mal ein geiles Teil. Wo? Vor unserer Fresse. Los, los, los. Also den Planeten finde ich bisher vom Aussehen am coolsten. Ja. Aber ich fand ihn beim Einser noch, sah noch cooler aus, meiner Meinung nach. Hast du für das Einser gespielt? Das gab's doch nicht. Nee, ich hab's auf Ding nur zugeschaut. Stream. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Alle platt machen! Autsch. Bist du aus dem Kreisfeind rausgefallen? Ja. Bin ja raus. Bloß einer nicht. Sniper up in the area. Ist, du kannst halt nicht reinschießen, ne, wenn du. Au! Der Hackfleisch hassen sie zur Hacker. Wow, raus da, raus da, raus da, raus da! Uff! Ich hab's gerade immer rausgekommen. Oh, das ist ja richtig geil hier gerade. Gladiator. Ah, oh, knife in your face. Ach, dann kommt wieder in die. Aus. Put the cookie down! Keep the people here! You have what you wanted! Fall! Das Geile ist, sie können aber aus dem Schild nicht rausschießen. Uff! Charge ready. Güter gefallen. Warte kurz, Max. Alter, ist das ein geil. Ey, ganz ehrlich, mehrfach Arrow Shot. Mega strong.
Keine Munition mehr. Wir haben ja noch 15 Sekunden, ne? Ja, ich weiß. Kriegen wir schon hin? Nein! Schade. Hätte man besseren Loot bekommen, wenn wir es geschafft hätten. Haben wir nur einen Token. Schade. Oh, das ist Blaukugel. Die Kabale spionieren heute nicht mehr. Ein gutes Ende für ihre bösen Absichten. Ein gutes Ende für ihre schlechten Absichten. So. Hier, nächstes Ding. Achso, ne, ihr könnt auch noch nicht porten. Voll lahm. Guter Gefallen. WTF! Ich war noch irgendwie voll im Überprüfen und Gucken und nanana und auf einmal bin ich niedergemacht worden. Nesto, da ist Nesto. Hier kommt Nesto. Für dich. Ist da nicht sowas wie ein Turbo oder so? Ah, oh, doch. Ja, rechte Maustaste gedrückt halten. So, wo will er denn hin, der Mütze? Ah! Hey! Du hast mich auch gerade gerammt. Was ist das Zeug? Es heißt Radiolaria. Du weißt schon, Vex Geistesfluid. Hm, dieses Zeug ist organisch. Scheint, die Vex sind keine reinen Roboter. Ah! Noob Report. Ja, ich sag doch, Dennis, du hast mit Sprungpassagen nicht. Wo war denn jetzt die Sprungpassage? Passage. Wo war's? Alter. Heißen die Harpier oder Hypier? Ich kann das so schnell gar nicht lesen, wie sie sich hinter drehen. Harpier. Also Hypier. Ernesto, was ist los da? Ernesto. Ja, dein Kackgleiter ist voll beschissen geparkt. Ich bleib daran dauernd hängen. Voll beschissen geparkt. Was zum Henker hat Kate nach Nessus geführt? Ich kenne die Antwort. Erstens, hör auf uns zu belauschen. Zweitens, wie lautet die Antwort? Er hat gesagt, ich darf es nicht verraten. Warum kann ich in der Luft eigentlich nochmal springen? Wahrscheinlich, weil du deinen Perk aktiviert hast. Welchen Perk? Weiß ich nicht. Ich kann ja dreimal springen. Weiß nicht, was du für Perks hast, wenn du auf I gehst und auf rechte Maustaste auf deine Subclass. Hast du hier High, also ich hab High Jumps, Bringe, während Rave... du in der Luft bist. Ja. Um Schweben zu aktivieren. Oh, Nesto, das brauchst du.
Lenkschweben. Springe, während du in der Luft bist, um Schweben mit präziser Richtungsführung zu aktivieren. Habe ich schon drin, aber es funktioniert nicht. Vex Bedrohung entdeckt. Sie versperren dir den Weg zum Teleporter der Kate-Einheit. Du musst sie wohl aus. Geil. Gibt doch nichts Schöneres als ein wunderschönes Stripperklopfen. Supercharge ready. Levelaufstieg. Sehr gut. Das war das erste Mal, als ich hier, dass ich hier Munitionsmangel hatte. Weil hier einfach mal übelst viele Gegner gekommen sind. Ich habe noch nie mal Munitionsmangel gehabt. Ja, du hast aber auch. Komm, hier hast du aber schon, hier war schon mal knapp. Nö, ich habe auch von beiden über 200. Ja, aber von einem. Also du alleine hier gespielt hast. Na, hier war ich noch nicht alleine. Ich bin raus, Baby. Raus! Kate, wo bist du? Hey, du hast es geschafft. Du hast mich da rausgeholt. Ha, ha, ha. Und wo bin ich hier? Kate-Einheit, du bist in der Nähe der Reste des Reaktorkerns. Willkommen auf der Exodus Black. Wo all deine Träume wahr werden. Sorry. Ihr habt also meine neuen Freunde kennengelernt. Failsafe und ihr böser Zwilling Failsafe. Welche ist die Böse? Hätte ich Gefühle, wären sie jetzt verletzt. Kann das sein, dass wir in die falsche Richtung gehen? Ah, ich denke schon. Deswegen gehe ich in die richtige. Also mit Vehicle ist es viel entspannter. Mit sauer meine ich Fuchsteufel sind. Ich verstecke mich auf der Exodus Black. Hier, aber mein Rumpf ist komplett zerbrochen. Die Decks 1 bis 20 sind vergraben. Und mein Kühlungssystem... ein einziges Schlamassel. Oh, das wissen wir, Failsafe. Das ist so gut. Mein Bike wird einfach... schmeiß ich einfach weg. Dabei mache ich hier schon mal das Rumgeklopfe. Klopfe schon mal die Gegner für uns ab. Ja, ihr kriegt ja EEP. Ist es zu viel verlangt, dass sich die Vex und die Gefallenen gegenseitig fertig machen? Aber dann verpasst du ja den ganzen Spaß. Habt ihr EEP bekommen? Nö. Das ist ein echt wie nö? Ich krieg grad keine. Warte. Jetzt? Auch nicht. Ja, dann warte ich noch. Event steht schon wieder bevor. Sackgesicht. Ich will doch nicht. Ich will doch nicht. Ihr seid doch scheiße. Lässt du? Geiler Scheiß, hast du das gerade gesehen, Esther? Ja. Geil, oder? Wer ist hier fürs offene Warten? Ich glaube, ich habe jetzt gerade irgendwie 6 oder 7 Arrows verballert.
Krasser Scheiß, Alter. Das ist ja mal richtig ist strong. Da vorne ist das Servitor. Ah, eine Platt machen. Ich fühl mich irgendwie bei Starship Troopers. Mieser Wichser von Minotaurus. Auf den Bauch schießen, ne? Nicht auf den Kopf. Lord hat das Zeitliche gesegnet. Halt durch, Kate. Freut mich zu hören. Die Gefallenen haben uns nämlich gefunden. Aktiviere Verteidigungsschild. Zurücktreten, Kate 6. Hey, nicht schlecht, Failsafe. Die Gefallenen können uns jetzt nicht erwischen. Oder die können nicht an uns ran. Oder? Doch, können sie vermutlich. Hey, du solltest dich beeilen. Ich glaube, einer von denen hat gerade gesagt, dass er mein Horn als Trophäe haben will. Mein armes, schönes Horn. Eindringlingsalarm. Wir sind's. Was ist denn für ein riesen Raumschiff? Nur ein Teil von dem Raumschiff. Es war früher eine Arche. Überall Drohnen, überall Drohnen. Das ist so ein fucking... Wo steckt sich denn jetzt der Boss? Da drüben auf der Festung. Was fallen lassen.
Aktualisiere Crew-Logbuch. Schaka! Schickerim, Schickerim! Schaka! Feuerwerk! Neuer Kapitän registriert. Arschlack im Feuerwerk, hab bloß nicht getroffen. Warum hat sie uns jetzt zum Captain gemacht? Weil wir die einzigen Überlebenden sind. Oder beziehungsweise die einzigen organischen. Oder nicht organischen. Es stimmt also. Das Licht hat zu dir zurückgefunden. Nicht, dass ich eifersüchtig bin, aber mach mal langsam, ja? Sonst stehe ich dumm da. Was hast du eigentlich mit dem Vex-Teleporter vor? Mich persönlich bei Gol vorstellen, ihn platt machen und dann lecker was essen. Aber erst muss ich hier ran. Das Tolle an Vex-Tech, kein bisschen intuitiv. Kate, das kannst du nicht alleine machen. Klar kann ich. Solltest du Gol besiegen, wird die Rotlegion trotzdem alles in Schutt und Asche legen. Ob sie gewinnen oder nicht. Die Kabale sind voll fiese Fieslinge. Yep, verstanden. Ach, tut mir leid, aber du verstehst anscheinend nichts. Die Kabale sind einfach gnadenlos. Ihre Waffe könnte einen Stern zerstören. Und die ist direkt auf unsere Sonne gerichtet. Hey, 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 mach mal halblang. Sonst kriegst du einen Kurzschluss. Zavala hat einen Plan. Er braucht dich, Kate. Ja, Zavala sagt immer, er hätte einen Plan, aber manchmal... Warte. Zavala sagt, er braucht mich. Das sind die Worte, die Zavalas Mund verlassen haben. Ja, hat er. Bitte sagt mir, ihr habt das aufgenommen. Hat die Cora es wenigstens gehört? Tatsächlich ist sie seit dem Fall der Stadt verschwunden. Niemand weiß, wo sie ist. Io. Io, dort würde sie nach Antworten suchen. Hey, danke. Das war's gut. Yeah! Wait, wait, wait. Ich hab was gut.